Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Eröffnung des Internationalen Maritimen Museums Hamburg. Mein Name ist Kerstin von Stürmer und ich werde Sie durch diese Eröffnungsfeier begleiten. Lassen Sie sich gut unterhalten von maritimer Musik. Es spielt für Sie das Marinemusikchor Nordsee unter der Leitung von Fregattenkapitän Lutz Bammler. Zugleich ein besonderer Tag für mich. Wir eröffnen das Internationale Maritime Museum Hamburg. Das Ergebnis einer besonderen Partnerschaft, der gemeinsamen Arbeit von Stadt, Unternehmen und privaten Förderern. Aus der Sammelleidenschaft eines kleinen Jungen ist im Laufe von 7 Jahrzehnten die größte Privatsammlung der Schifffahrts- und Marinegeschichte geworden. Im Laufe der Zeit habe ich viel Hilfe und Unterstützung erhalten. Von Freunden und Bekannten. Von Menschen, die ich nicht kannte, die aber von der Idee begeistert waren, sich für das neue Museum engagiert haben. Modellbauer und Wissenschaftler, Fachleute und Laien, Künstler und Techniker, Handwerker und Politiker. Ich möchte Dank sagen, wohlwissend, dass ich längst nicht alle Namen nicht erwähnen kann, die es verdient haben. Danke. Sehr geehrter Herr Professor Tamm, liebe Frau Tamm, am Anfang Ihrer Sammelleidenschaft standen ein kleines Schiffsmodell und der Herr Tamm hat mir das gerade gezeigt. Er hat es aus seiner Tasche gezogen. Also offensichtlich begleitet ihn das immer. Und also dieses kleine Schiffsmodell und eine große Sehnsucht nach dem Meer und allem, was damit zu tun hat. Das war 1934. Und Sie waren gerade 6 Jahre alt. Inzwischen umfasst Ihre Sammlung über 25.000 Schiffsmodelle in den unterschiedlichsten Größen. Und es kommen hinzu Fotos, Gemälde und konkrete Schiffe. Vor kurzem sind Sie 80 Jahre alt geworden. Das wohl schönste Geschenk zu diesem runden Geburtstag bekommen Sie heute. Nämlich Ihr Museum. Zu einem guten Teil haben Sie sich dieses Geschenk selbst gemacht. Das heißt, Sie haben es nicht nur sich gemacht, sondern uns allen. Und dafür danke ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern ganz herzlich. Hier schlägt das Herz der Stadt, in der Hafen City. Aus Alt und Neu wird eins.
Die Speicherstadt mit ihren mehr als 100 Jahre alten Backsteinhäusern, mit Fleten und den alten Brücken ist Verbindung zur Stadt. Von hier aus hat sich Hamburg zum Süden hin geöffnet. Mittendrin, als Seezeichen, als Wegweiser, der Kaispeicher B. Maritimes Flair im Herzen Hamburgs. Und Hamburgs erster Bürgermeister Ole von Bons. Verehrter Herr Bundespräsident, ich und wir freuen uns immer, Sie zu sehen. Ganz besonders freuen wir uns, Sie in Hamburg zu sehen. Und ganz besonders freudig sind wir darüber, dass Sie heute bei der Eröffnung dieses Museums bei uns sind. Es ist die größte private maritime Sammlung über die Schifffahrts- und Marinegeschichte aus 3000 Jahren. Und es ist eine Sammlung, die die Natur und die Menschen im Mittelpunkt stellt. Ich glaube, es ist ein Tag, über den wir uns freuen können, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland, dieses neue Seezeichen für Hamburg, aber auch für Deutschland heute einweihen zu können. Peter Tamm, wie ein Kapitän sein Schiff, so kennt er sein Museum ganz genau. Aber eine Überraschung haben wir trotzdem für ihn. Sehen Sie selbst. Lieber Peter Tamm, wir, die Hamburger Barkasse-Schipper, begrüßen Sie mit Ihrem Internationalen Maritimen Museum im Hamburger Hafen. Herzlich willkommen. Lieber Herr Tamm, heute ist ein großer Tag. Das Internationale Maritime Museum wird eröffnet. Im Namen der Stifter möchte ich Ihnen hierzu sehr, sehr herzlich gratulieren. Wir alle bewundern Sie für Ihre Vision und für die Beharrlichkeit, mit der Sie diese realisiert haben. Hallo Opa, ich wünsche dir viel Glück und ich hoffe, dass du mir das ganze Museum mal zeigst. Hallo Opa, dein neues Museum ist sehr schön geworden. Ich mochte ein altes Museum zwar auch, aber es wurde wohl zu klein für deine große Sammlung. Hallo Opa, ich freue mich für dein neues Museum, dass es so toll geworden ist und dass die viele Arbeit endlich umgesetzt wurde. Hallo Opa, ich freue mich, dass in deinem neuen Museum ganz viele Schiffe sind. Ich darf nun Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Bürgermeister von Beust und lieber Professor Tamm nach draußen bitten zur offiziellen Eröffnung des Internationalen Maritimen Museums Hamburg.